Moin, moin, mein Name ist General Heinrich und ja, heute spielen wir eine. Ja, heute geht's weiter mit Ultimate General Civil War. So, die Unionisten greifen die Sunken Road an und dann geht es weiter. Hier sehen wir noch diese Pattsituation vom letzten Mal. So, und ach so, die kriegen jetzt einfach weiter Verstärkung. Die Unionisten schicken weitere Angriffswellen. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Ja, das weiß ich, das habt ihr schon häufig genug gesagt. Das ist doof. General, die Dankerkirche muss gehalten werden oder unsere linke Flanke bricht ein. Ui. Die Sunken Road stellt eine formidable Verteidigungslinie dar, an der wir unsere rechte Flanke festmachen können. Oder wir müssen sie verteidigen. Ach nö. Halten Sie diese Brücke unter Bewachung. Der Feind könnte versuchen, sie zu überqueren. Es wäre ratsam, Artillerie in Stellung zu bringen, um das andere Ufer des Flusses unter Feuer zu nehmen. Also es kommen definitiv da Einheiten rüber. Also sofort auf Pause. Sie machen es doch anders, als ich dachte. Ich dachte ja, erst machen wir die linke Flanke, dann kommt die Mitte, weißt du? Aber hier machen sie es ja direkt, dass hier diese Situation eine Weite haben. Kanonen dürfen nicht feuern, das machen sie auch nicht. So, formidable Verteidigung. Was ist denn das denn bitte? Bringt denn so ein Zaun Deckung? Also ich bin mit dieser auch absolut nicht zufrieden. Können wir hier. Wahrscheinlich zu weit weg, ne? Ziehe mal die schlechten Kanonen ab. So. Sag mal kurz Play. Ach, die sind da dran schon verteidigt. Was gibt's da so für Deckung? Boah. 87. Das ist eigentlich nicht so verkehrt. Stelle ich noch ein bisschen zentraler auf. Ihr beide. Einen ziehe ich da doch mal ab. Darf sich denn hier hinstellen? Ups, habe ich jetzt zwei in der Hand. Nö, ich hätte gerne nur dich. Bleib du mal stehen. Der hat aber keine Kavallerie. Die zweite Division. Die erste ist in Bewegung. Die hier sind in Bewegung. Dann dürft ihr schießen. Vielleicht treffen wir ja was. Ihr dürft auch feuern. Ich weiß nicht, ob ihr noch was trifft. Ihr dürft auch feuern. Schick mal die Kavallerie jetzt in dieses Wäldchen. Mal gucken, ob da noch mehr kommt. Oder ob das jetzt die Armee ist und hier weiter runter geht. Dass wir quasi vielleicht eine Chance haben, die irgendwie auszumerzen. Weil wenn die jetzt ihre Position da oben wegpacken und von dort jetzt nichts kommt, dann macht diese Stellung hier keinen Sinn mehr. Es müssen ja, die Feinde müssen ja von hier irgendwo kommen, wenn hier die nächste Verteidigungslinie ist. Ah, ich glaube doch, mit den Kanonen spare ich noch.
hinten ist nämlich was. Komm mal zurück, Supply-Wagen. Komm mal zurück. Ah, da kommen sie langsam anmarschiert. Wenn die hier nicht stehen würden, würde ich die schon angreifen. Ich überlege mir gerade, die Truppen sind doch bestimmt schneller, oder? Vielleicht können wir hier hinten in diesem Gebiet die zukünftigen Kanonen, die eintreffen, beim Marschieren stoppen oder stören. Seid ihr überhaupt super in diesem Gebäude verteidigt? Deckungs... Bin mir nicht so sicher. Wie weit hast du so? 50, das ist natürlich auch nicht so geil. Aber die auf der Brücke dürften ja nackt sein quasi. Dürften ja keine Deckung haben. So, wir sehen hier immer noch keinen. Du bist ja noch dabei. Seine Truppen immer noch nicht vorgeschickt. Wie weit hast du Deckung? Du bist ja gar nicht so viel Deckung, mein Freund. Nur ein Stück nach vorne, das ist, glaube ich, mehr Deckung. Und ich untersage euch nochmal zu feuern. Und hast du noch wie viel Munition, mein Freundchen? Auch nicht mehr so viel. Ich untersage es dir auch nochmal. Ihr dürft, aber hier kommt nichts. Noch nicht. Kann ja alles noch kommen. Da ist gleich den Wald. Du kannst schon mal den nächsten laufen. Die ersten Truppen kommen nämlich schon an. Die ziehen nämlich ihre Lager. Ah, da hinten wäre keiner gewesen. Wo ist jetzt hier nochmal? Ach, da ist Dennison, der kommt noch. Da hinten auch noch Leute, aber keine Kanonen bisher gesehen. Werden wir sich wahrscheinlich irgendwann zurückziehen müssen. Oh. Da können wir jetzt mal loslegen. Versuch's einfach mal. Aber die sind schon in Stellung gegangen. Und das ist doof. Zurück, zurück, zurück. Aber dermaßen. Das sind auf einmal noch 3000 Mann. Ab in den Wald zurück. War eine gute Idee. Aber leider sind da noch Truppen. Ziehen wir uns nochmal zurück. Vielleicht vergessen sie uns, dann versuchen wir uns später nochmal. Schade. So geht's hier einfach. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Ein Supply-Wagen. Oh, no. Komm, wenn da keiner ist, holen wir uns einen Supply. Wenn sie weniger Munition haben, ist ja auch nicht verkehrt, oder? Und dann halten wir sie vielleicht auf. Kommen nicht so schnell hier hin. Alles Taktik, alles gewollt. Passt schon. Oh, jetzt haben sie ein paar Kanönchen abgekriegt. Ah, von da schießen welche. Nicht so schlimm. Wir haben nur einen äußeren Weg. Ich hab Zeit. Die aber auch. Die aber auch. So, da haben wir noch einen Supply-Wagen, der im Wald steht. So nett. Den versuchen wir auch nochmal gleich zu kriegen. Wenn die Truppen nicht in unsere Richtung wandern, ist alles gut. Schießen uns da weiter zusammen. So, du bist ja immer noch gesichtet, mein Freund. Bin ich noch ein bisschen um.
Oh, ich hab die ganze Zeit auf Slow Motion. Scheiße. Warum dauert das so lange? Sorry. Fuck, Alter, das ist mir gar nicht aufgefallen. Scheiße. So, wir haben schon mal einen erobert. Dann gucken wir trotzdem noch mal kurz rein. Weil gar nicht mitgekriegt, wie wieder. Ich wollte auch bestimmt von Pause nicht auf Slow Motion gegangen. Das war nicht so mein Plan. So, Mainsfield ist da auch im Wald. Vielleicht sind da auch noch Truppen, ich weiß es nicht. Dann ziehen wir hier gleich die Kavallerie wieder zurück. Aber nein, wir haben ihn. Dann hauen wir erstmal ab. Na, er ist ja gerade da, ne? So. Du bist immer noch gesehen. Weiß man nicht. Der hat nur. Das ist eine scheiß Ecke. Komm mal zurück. Die zerballern dich da und zerballern aus Versehen noch meine anderen Leute. Alles nicht gut. Kommen wir wieder hier in den Wald rein. Aber wir haben schon mal zwei Supply-Wagen erobert, ne? Das ist doch schon mal, ne? Geht doch schon mal. Ne, wir gehen hier ganz außen rum. Geht mal ganz außen. Der wird immer gesehen, ich verstehe das nicht. Na gut, gerade unter 50% Deckung. Was soll das denn da bitte? Habe ich die Kavallerie? Ja. Komm mal her, mein Freund. Schicke ich mal außen rum. Oh, hier werden bestimmt Truppen stehen. Oh, ich geh's nicht durch. Warte lieber ab. Das sind nur die Truppen, sind noch zu nah dran. Aber hier für ihn müsste doch eigentlich optimale Reichweite sein, oder? Darf schießen. So, der andere. General Porter scheint entschlossen, die Brücke zu überqueren. Ah, das ist doof. Aber General Porter? Warum läuft General Porter als erstes? Na gut. Gucken wir mal. Ich hoffe, die sind nicht zu nah, die Einheiten. Ah, laufen gleich. Fantastisch. Das war mal ganz kurz. Pause. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Jetzt kommt die Kavallerie nämlich von hinten. Da ziehe ich jetzt einmal ab. So. Ich hoffe, die haben hier keine Kavallerie, dann können sie mich gleich von hinten angreifen. War doch zu nah.
Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, dass wir jetzt sehen, dass er hier eine Kavallerie hat. So, Deckung. Kriegen wir ein bisschen mehr Deckung raus. Ein bisschen zu wenig. Hier wird's nicht. Halt. Hier, ich brauche mal doch. Komm zurück. So, und der Supply ist erfolgreich hier. Na, ist gut. Da rennt einiges zurück. Dann kommt dahin. Jackson kann wieder in die Mitte. Oder ich lasse ihn raus. Das gefällt mir auf jeden Fall da gerade sehr gut. Dass er da Truppen hinschickt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das gefällt mir sehr gut. Hier passiert nicht so viel, aber muss ja auch nicht, ne? Also, das gefällt mir gerade richtig gut, dass da schön viele sterben. Das gefällt mir sehr gut. Ach, das sieht so schön aus. Da kann ich mal reinsehen. Das sieht so toll aus. Das gefällt mir richtig. Die haben mal geschossen, das gefällt mir gar nicht. Wer habt ihr nicht? Halt, Feuer. So, das heißt, wir kriegen hier schon mal. Na gut, hier verlieren wir auch ganz schön viele Leute, aber. Hätten wir da jetzt nicht aufgepasst, dann wären wir jetzt hier richtig in Bedrohung gekommen. Zwei Supply-Wagen haben wir erobert. Ganz nice. Das heißt, ihr dürft uns eigentlich schießen. Feuer frei. Hier und wir streichen das nur die Kanonen. Ja, und wieder aufgefüllt. Perfekt. Gerne Franklins Truppen erscheinen sich für einen Angriff zu mobilisieren. Ah, scheint sich für einen Angriff zu mobilisieren. Das gefällt mir auch nicht. Wo ist denn Franklin überhaupt? Ach, da Franklin. Ach, hier mehr. Summer oder Sumner, Mansfield, Hocker. Wo sind da Franklins Einheiten bitte? Ah, die müssen wir nicht stehen lassen. Bis alle da tot sind. Bin mal gespannt, wo der jetzt angreift. Bin ich jetzt mal richtig gespannt. Die dürft jetzt feuern. Ne? Munition gibt's da jetzt. Komm, du darfst auch feuern. Jetzt hauen wir es raus hier. Na, hier haben wir natürlich auch gute Verluste. Oder, sagen wir, schlechte Verluste für uns. Aber, wie gesagt, das, was da alles kam über die Brücke, wäre natürlich viel, viel verheerender gewesen. Als so, wie wir es jetzt machen. Es ist echt die Todesfalle. Weil die können da nicht zurück. Alle auf dem Haufen. Das heißt, du brauchst da nur reinschießen, alles trifft eigentlich quasi. Na, oh, hab ich gar nicht aufgepasst. Erbverluste. Ja, so eine Bogenhaltung haben wir ja gelernt, ist ja sehr schlecht. Verteidigen. Aber wir haben ja genug in Reserve. Dann glaube ich auch nur 1,5 Stück. Die Kanonen, ja. Aber wenn ich jetzt ihn da rausschicke, um eine der Kanonen wegzunehmen, drehen die anderen sich um und er ist tot. So, Smith Division gesichtet. Wo kommt denn noch einer? Wo denn? Da hinten, das ist natürlich schlecht. Ein Ibchen. Renn mal weiter in den Wald. Kriegst du mich gleich besuchen.
noch eine Division greift an. Wo denn? Noch mehr. Oh, jo. Aber die können wir nicht machen, nichts machen, weil wenn ich jetzt irgendwie rausschicke. Könnt ihr mal aufhören, da was zu machen, ne? Langsam ist mich hier nicht viel. Bin trotzdem mal so. Halt mal einfach hier mal so hin. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch ein einfaches Ziel. Auch Supply-Wagen würde ich gerne nehmen. Mein Ziel. Ich meine, wenn sie kein keine Munitionswagen haben, also einen sehe ich hier unten irgendwo. Irgendwo war einer, aber einer für alle dürfte ein bisschen wenig sein. Aber wenn wir natürlich ihre Munition klauen, ist natürlich nicht verkehrt, finde ich. Langsam mal da, der braucht Munition, der Gute. So, ich danke dir, Franklin, für deine Munition. Hast du gut gemacht. So, wir laufen mal dahin, einfach nur mal dieses Gebiet nochmal abzugrasen und dann wieder in den Wald rein. War eigentlich nicht schlecht. Da ist ein Munitionswagen, genau. Der muss ja schon hin und her fahren. Dann machen wir den Ball zurück und dann machen wir da wieder das Bändchen. Dann sieht es mit dem Kanönchen aus. Versorgung läuft da optimal. Bei euch. Da auch noch. Nee, falsch, starten. Ah, oh, geht. So, und du hast jetzt wieder... Keine Ahnung, nichts. So, aber wenn wir den Versorgungseinheit durch dann hier rüber schicken, haben wir da Zeit. Dann hätte ich vorhin nicht auf diese Slow Motion geklickt. hätten wir jetzt... Naja, werden wir ein bisschen weiter. Aber mal, wie hast du zugelernt, es gibt Slow Motion. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, haben wir da gleich bei Elder da? Ich muss noch mal einen Munitionswagen, glaube ich, für die Leute hier unten erobern. Ich muss ein bisschen tiefer in den Wald rein. Das hier war gerade echt ein Geschenk. Haben zwar hier so fast 200, hier wahrscheinlich 400, irgendwie so im Dreh. 1000 Mann haben wir bestimmt verloren, aber wenn die durchgekommen wären und sich hätten hier formieren können, hätten wir mehr als 1000 Mann verloren. Oh, was ist denn da los? Supply, der irgendwie in meine Richtung läuft.
Nehme ich mit. Machen wir mal kurz auf Pause. Denn Erfreund hat noch einen weiten Weg vor sich. Oder wir machen das so. Du darfst dahin und du darfst darunter. So. Und jetzt auf den nächsten. Ich meine, wenn die keine Munition wollen. Ich nehme die gern. Ich nehme die gern. Ist natürlich jetzt ein Risiko, dass die ihn hier sehen und ihn jetzt gleich wegschnabulieren wollen. Ja, die drehen sich nämlich da schon von Franklin. Ist mir aber Käse egal. Dafür ist die Kavallerie da. So, haben wir. Ist nämlich empty. Ist egal. So, und weiter. Zieh ich mal weg. Wieder in den Wald rein. Und, oh. Er schickt seine Truppen in die Richtung. Supply hat aufgegeben. Danke für die Info. Und, vielleicht laufen sie auch den Supply hinterher, ne? Wir trennen uns jetzt einfach mal. Kai steht erstmal da in die Richtung. So, wie viele Supply-Wagen sehen wir denn noch von dem Feind? Das ist bisher der einzige Erfolg, den wir hier erzielen. Wir klauen die Supply-Wagen. Aber ich sehe keinen mehr. Das war bestimmt der einzige, den sie da hatten. Das wäre echt ulkig, wenn die nicht keine Munition mehr haben. Später. Da würde ich ja echt lachen. Kommt wohl nichts hinterher. Ich schicke dich einfach erstmal jetzt weiter runter. Das geht was. So, dann gucken wir nochmal vorsichtig in den Wald hinein, ob er jetzt seine Truppen wirklich in diese Richtung geschickt hat. Da sehe ich schon mal schönes Symbol. Da fehlt mich Munition. So, Louis, wie sieht's aus? Das ist Munition. Perfekt. Gehst du mal auf die kleine Decke. Auch. Schieß doch mal auf die da. Ja. Und nebenbei scoutet unser Lehrer Supply, eroberter Lehrer Supply-Wagen noch da hinten, ob da noch Einheiten sind. So, ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, frech zu sein. Wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Der Frank steht hier irgendwie ohne Schutz. Also vielleicht habe ich Chance da auf einen schnellen Angriff, wenn ich in diesem Wald noch ungesichtet bleibe. Dann könnten wir das vielleicht hinkriegen. Den einfach mal von hinten so ein bisschen zu verletzen und dann abzuhauen. Mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Es wird aber schön werden. Definitiv. Komm, komm, komm. Mach mal. Wir riskieren es. Sind noch safe. Sind noch safe. Haben jetzt keine Deckung. Jetzt sind wir da. Und Morris dreht sich um. Er hat schon keine Munition mehr. Burnside versucht, die Brücke zu überqueren. Ja. Unschön. Ach so, es geht weiter. Scheiße. Oh, hat man das? Eine andere Brücke. Was? Die Blauröcke starten ihren letzten Versuch, uns zu zerschlagen. Sie scheinen ihre Truppen zu mobilisieren, um diese Steinbrücke zu überqueren. Es ist Zeit, ihnen ihren Kampf zu liefern. Okay, jetzt wird's hot. So, halten Sie die Augen nach weiterer Unionsinfanterie offen, die den Fluss überqueren wollen. Ich würde das einfach so lassen, wie es gerade ist. Vielleicht mal einen Munitionswagen hinschicken. Die Stadt Sharpsburg muss um jeden Preis verteidigt werden, General. Wir müssen die Yankees nördlich der Kirche zurücktreiben. Ja, die haben noch nicht mal angegriffen.
Auch hier haben sie noch nicht angegriffen. So. Achso, jetzt können wir das nicht mehr halten als Vorposten. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Jetzt machen wir nämlich gerade hier Action. Warte mal. Warum ist das jetzt auf einmal keine Deckung mehr? Hier. Das finde ich ein bisschen unfair. So, da kommen doch jetzt ein paar Truppen mehr als erwünscht. Bisher sehen wir nur die eine Einheit. Wie weit reichen die Kanonen? Warum sind da hinten Kanonen? Dann noch mal ein bisschen Reserveeinheiten. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ja. Ich würde sagen, ich mache hier auch noch mal einen Break. Genau, und dann weiß ich jetzt nicht, wie lange das dauert. Es könnte jetzt hier schon die letzte große Schlacht sein. Weil wir jetzt ja quasi die gesamte Karte haben. Und ich mache mir jetzt einen Kaffee. Ich brauche unbedingt einen Kaffee. Weil hier haben wir jetzt einen Haufen. Ich weiß nicht, wie viel noch von da kommt. Und hier sehen wir bisher nur eine Einheit. Kann natürlich sein, weil meine Überlegung ist jetzt vielleicht, den hier zu stehen zu lassen alleine. Ich weiß es nicht. Oder rücke ich die einfach nah? Warum haben wir hier Einheiten? Können diese vielleicht da unterstützen? Ich mache mir einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Ich mache hier einen Break. Ich mache mir einen Kaffee. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Tipps und Tricks oder so, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Liken, kommentieren, abonnieren. Ja. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.